Willkommen zurück bei Pokémon, einer richtig blau besoffenen Edition. Ja, haha, wir sind, wo sind wir denn, in Lavandia? Denn ich will mit euch nochmal in den Felsentunnel. Ihr wisst, der war ja richtig dunkel, aber jetzt haben wir ja die VM Blitz und damit bringen wir Licht ins Dunkel. Außerdem haben wir ein neues Team, aber das seht ihr daneben rechts. Ich habe Marcel Davis mit dabei. Und mit der VM Blitz und Marcel Davis im Schlepptau, also unserem Pantymos, für alle, die es nicht mitbekommen haben, was redet er jetzt wieder mit Marcel Davis? Marcel kann, so heißt halt das Pantymos leider von dem Trainer und ich kann den Namen nicht ändern. Ja, er kann Blitz erlernen, genau wie Arschkeks. Arschkeks aber auch dabei, das hat Gründe. Und ehrlich gesagt finde ich das verdammt cool, einen Marcel im Team zu haben und Arschkeks, weil, manche wissen es vielleicht, dass Arschkeks ja aus einer Video von Arknight 917, dass diese ganze Arschkeks-Sache hat dort als ihren Ursprung. Und der gute Arknight heißt ja mit richtigem Namen Marcel. Und deswegen finde ich es eigentlich ziemlich cool, Marcel und Arschkeks in einem Team zu haben. Das hat definitiv was für sich. Und wow, die Gelegenheit muss man doch einfach ergreifen. Außerdem seht ihr noch Konsolenfalke, aber jetzt bringen wir erstmal Licht ins Dunkel. Konsolenfalke, den seht ihr rechts im Bild nicht, weil er wird dieses Team, nachdem wir mit dem Felsentunnel fertig sind, auch wieder verlassen. Und dafür, ja, holen wir dann später noch Pinsir ins Boot. Aber gut, genug gelabert, da haben wir Macholo. Das ist der Grund, warum ich nochmal in den Felsentunnel wollte. Denn ich wollte mir hier Macholo und Onix noch holen. Ja, wollen wir direkt den Superball verwenden? Nein, natürlich nicht. Wie gesagt, das sind Gründe, warum ich Arschkeks dabei habe. Das war aber ziemlich knapp. Das war so nicht gedacht. Ja, es hat Gründe. Und zwar, mit ihm kann ich Pokémon relativ leicht fangen, dank seiner Donnerwelle. Und vor allem ist er nicht zu kräftig. Das heißt, ich kann mit ihm auch mal gegen Gesteins-Pokémon oben drauf hauen, ohne dass die sofort draufgehen. Und das macht die Sache ein bisschen einfacher. So, dieses Pokémon stiehlt sorgsam seine Muskeln. Es trainiert sehr viele Kampfsportarten. Und ich finde, dieses Macholo hat nur einen einzigen Spitznamen auch so richtig verdient. Nämlich, naja, ihr ahnt es schon, diesen da. John C. Ich freue mich, dass John Cena in unserem Team ist. Und wir haben doch Trainer vergessen. Du besitzt Pokédex. Cool, ich auch einen haben möchte. Du willst ihn mir aber nicht klauen, oder? Das fände ich aber nicht nett. Pokémaniac möchte kämpfen. Phlegmon! Los, Arschkeks. Oh, das habe ich vermisst. Los, Arschkeks. Das ist einfach der beste Ruf. Yay! Wow, und Volltreffer. Hey, Pikachu. Ich meine, Arschkeks, du bist ja heute richtig gut drauf. Nochmal, Phlegmon. Na, du bist ja ein richtiger Phlegmon-Maniac. Das ist kein Pokémaniac, das ist ein Phlegmon-Maniac, wenn ich euch das sag. Wetten, als drittes hat er auch ein Phlegmon. Was heißt wetten? Als ob ich das Spiel nicht schon 1 Milliarde Mal gespielt hätte und das nicht wüsste. Donnerschlag wird blockiert. Oh, das macht mich aber traurig. Oh, gleich siehst du die Sterne. Pisser. Gut. Oh, Phlegmon, wer hätte damit gerechnet? Bei diesem Phlegmon Maniac. Gut, nehmen wir mal jemand anderen. Nehmen wir mal Kant. Damit das Ganze mal ein bisschen niveauvoller wird. Nehmen wir mal Kant. Und, also Kant Gama. Und der hat Surfer. Den Surfer zum Gruße, weil ich fand das witzig, ihm Surfer beizubringen. Aus irgendeinem Grund kann er es erlernen. Und, das muss man ausnutzen. Bis! Hat zwar leider noch keinen Vorteil in dieser Generation, weil bis hier noch eine normale Attacke und keine Unlichtattacke ist, aber ihr seht, trotzdem ganz praktisch. Ach, ich bin ja so neidisch. Hase Pech. Gibst du mir den Pokédex, wenn er fertig ist? Ja, natürlich. Ich sammle alle 150 Millionen Pokémon und, hallo? Hallo? Drehst du dich wohl nicht weg? Hallo? Ja, ich rede mit, man guckt sich doch an, wenn man miteinander redet. Hallo,
Das ist Unverschämtheit, Drecksack. Und da haben wir einen Onyx. Das wollte ich ja auch noch unbedingt haben. Arschkeks. Is killing him softly. Ja, wir fügen ihm sanft ein bisschen Schaden zu, bis er genug Schaden genommen hat. Volltreffer, was hast du halt mit deinen Volltreffern? Ja, weil Sternschauer auch keine hohe Volltrefferrate hat, schon klar. Gut. So, dann will ich mal sagen, Nessie, weil Donnerwelle bringt uns hier nichts. Bei diesem Gestein-Boden-Pokémon. Also benutzen wir Gesang. Ah, schlaf schön, Onyx. Ich vermisse BBH. Wir müssen BBH mal wieder ins Team nehmen. Das haben wir irgendwie seit paar 10 nicht mehr, glaube ich. Oh, das war der Stuhl. Ach ja, Onyx schläft. Wollen wir es fangen? Wollen wir es fangen? Yo, wir fangen das. Und natürlich klappt das. Ja, ich bin ja auch ein echter Pokémon-Meister. Meister, warum heißen die Onyxe eigentlich Onyxe? Ja, das hat der Meister gesagt. Die Steinglieder werden mit der Zeit hart, Herr Lustig. Und natürlich, er ist 8,8 Meter groß. Er ist also fast so groß wie Matze. Und, komm, alter Kumpel. Du musst auch ins Team. Geben wir ihm also den einzig wahren Namen. Mats Blanc. Ja. So heißt er auf Twitch. Denk nicht an Chainsaw Man 16 Zeiten immer nur zurück. Schön, dich im Team zu haben, alter Knabe. Ah, und noch ein Gegner. Dieser Tunnel ist verdammt lang. Hilfe, Hilfe. Wanderer möchte kämpfen. Hallo Wandersmann. Oh, ein Kleinstein, du bist ja aber richtig. Und davon haben wir jetzt gleich 4, habe ich recht? Oh, lasst euch doch mal was Neues einfallen. Ich verstehe es ja, wenn man hier mal 2, 3 Wanderer trifft, okay, dann ist Kleinstein naheliegend. Aber dass ihr alle immer nur... Meine Güte, man könnte gerade meinen, es sind ein paar Wanderer irgendwie in die Klonmaschine geraten und die Pokémon wurden irgendwie gleich mitgeklont. Jess Boner erledigt das jetzt hier schnell. Jess Boner wird noch wichtig werden, denn der Grund, warum ich eigentlich hier bin, was ich eigentlich in diesem Part machen wollte, war nicht mal unbedingt der Felstunnel, sondern wir werden einen neuen Unforgettable Dungeon sozusagen betreten, einen kleinen Mini-Dungeon zumindest. Und das werden nicht die Seeschauminseln sein, sondern etwas, was sich hier ganz in der Nähe befindet. Ja, machen wir aber erstmal Kleinstein fertig. Alles andere ist erstmal nicht so wichtig. Und dann gucken wir mal. Fuchtler. Fuchtler ist eine schreckliche Attacke. Wir können nichts mehr machen. Jess Boner ist irgendwann verwirrt. Und, ja, aber sie wird wenigstens immer stärker. Oh, da ist er schon verwirrt. Juhu, aber lässt sich davon nicht beeindrucken. Das ist mein Dragosso. Und wie gesagt, wir werden in diesem Part noch erleben, dass er... Das heißt, wie gesagt, habe ich das schon erwähnt? Ihr seht ja Knogger links im Bild. Rechts im Bild. Links, ja. Rechts im Bild. Also, Dragosso wird noch zu Knogger entwickelt in diesem Part. Das werdet ihr noch erleben. Ihr werdet es sehen. Ihr werdet live dabei sein, wenn Jess Boner nicht mehr verwirrt ist, um sich schlägt... Von der Polizei verhaftet wird, mehrere Jahre Gefängnis aufgebrummt bekommt und dann sich zu Knogger entwickelt. Genau. Was? Hallo Wanderer, schön, dass du da bist und meine Geschichten gehört hast. Oha, du hast gewonnen. Hast du was anderes erwartet? Mein Pokémon wird dich das Fürchten lehren. Was hast du, ein Kleinstein? Oh, jetzt komm, mach mal einen Punkt. Oh, Level 25, das ist allerdings wirklich was Besonderes. Na dann, ich wette, das ist zu hart für Arschkeks. Nehmen wir mal mit Jess Boner nochmal, der soll ja sich entwickeln, also jeder Erfahrungspunkt hilft. Was? What the fuck? Nein! Das war dein einziges Pokémon! Wie wolltest du mich besiegen?
Wie? Ich gebe auf, du bist besser. Ja, du hast es noch nie mal probiert. Du hast einmal dein Pokémon in den Tod geschickt. In den Bergen findet man viele Steine. Ach, deshalb. Ja, also kann man mal seinen Kleinstein schon mal opfern, wenn man hier viele davon findet. Pisser. Oh, nix wie raus aus dieser verrückten Höhle. Es ist Zeit, das zu tun, warum ich hier bin und warum ich auch Konsolenfalke noch im Team habe. Obwohl er gar nicht hier rechts angezeigt wird, denn ich möchte mal eben schnell irgendwo hinfliegen. Nämlich nach Schalke City. Oh, das ist alles, das ist also richtig schön königsblau. Ah, herrlich. Ach, ja, Samstag ist wieder Revierderby. Müsste ich ja wieder einen Dragon Ball Part machen. Dragon Ball. Ja. So. Konsolenfalke. Wir legen dich mal ab. Wir holen dich vielleicht irgendwann wieder. Aber für den Moment möchte ich gerne etwas anderes mit dabei haben. Nämlich. Ja, John Cena und Matze lassen wir mal noch. Wir sind ja noch hoffnungslos underleveled. Wir nehmen Edward mit dem Scherenkopf mit, also unser Pinsir. Und, ja. Wer weiß, wann wir ihn sonst jemals einsetzen werden. Das weiß man ja nicht. Erstmal Pokémon heilen und dann... Ihr wisst eh schon, wo ich hin will, oder? Ja, ich kann es eigentlich verraten. Es gibt hier in der Nähe ein kleines, nettes Kraftwerk. Und dort werden wir unser erstes... Hohoho! Legendary fangen. Oh nein! Oh, jetzt kann ich endlich mal im Pokémon-Jargon reden. Oh, wir fangen unsere Legendaries endlich. Ey, Alter, ich bin voll cool. Oh ja. Generell befinden sich im Kraftwerk durchaus eine Handvoll sehr, sehr mächtiger Pokémon, die wir direkt in unser Team aufnehmen könnten, wenn wir das wollten. Wenn das denn alles so hinhaut. So, der Grund, warum ich Edward außerdem auch brauche, ist der Zerschneider. Das hätte ich sogar fast vergessen. Es ist gut, dass wir ihn mitgenommen haben, weil sonst hätte ich ihn jetzt spätestens sowieso holen müssen. Oder Metroid. Oder. Hier. No Offensa, genau. No Offensa konnte noch Zerschneider. Und... Trau dich, komm zu mir, als Schauerberg 8. Oh Gott. Was will die denn? Kekse verkaufen? Oh nein, du hast ein ganzes Pokémon. Oh nein, oh, eine fette Katze. Von Level 23. So, Zeit, dass die Maus die Katze aufisst. Volltreffer. Tja, was hast du dazu? Das war zu viel des Guten. Naja, sieh's mal so, du hast es wenigstens nicht in die Luft gejagt, wie dieser komische Wanderer vor dir. Gut, Leute, es ist Zeit zu surfen. Tun wir das. Und zwar nicht mit Nessie. Der kann das nicht. Warum sollte ein Wasser-Pokémon das auch können? Wir nehmen Kantgama. Das ist cool. Ja, ich glaube, Lapras werden wir es auch noch beibringen, aber... Nö. Es passt einfach nur gut zu Kant. Der kann sehr gut schwimmen, nicht wahr? Oh Gott, wer steht da denn? Der Wächter des Kraftwerks ist übrigens der einzige Mensch, den wir hier treffen werden. Oh Gott. Bist du da auch ein Pokémaniac? Möchtest du meine Sammlung sehen? Nö. Gut. Geralt von Rihorn hat er also. Wow, Level 30. Oh, da, ich glaube, da hat Arschkeks nicht wirklich eine Chance. Da müssen wir Jazz Boner zur Hilfe rufen. Oh je. Es wird mit diesem Team nicht einfach, dieses Legendary zu fangen, was wir hier finden werden. Oh Gott, aber... Ich will es trotzdem so probieren. Weil das macht's spannend, oder? Natürlich werde ich vorher in irgendeinem Pokémon Center nochmal speichern. Ich werde ja wahrscheinlich den Part ohnehin relativ bald beenden. So, Schlurp. Ich glaube, da ist mal die Zeit, Kantgama reinzurufen.
So. Oh, wirklich? Wirklich? Surfer, eine riesige Flutwelle und du machst sie daneben? Was bist du denn für ein Känguru? Hm, oh, guck mal, braunes Surferwasser. Oh, wow. Stampfer! Oh nein, kein Stampfer. Bitte, alles nur nicht der Stampfer. So, immerhin konnten wir sogar all unsere Attacken verwenden. Dann wird es aber noch Zeit für die richtige Raserei. Dann werden wir jetzt mal richtig rasend hier reden. Oh, Schlurp setzt eine Stampfer ein. Ach, so ist Kantgama gleich fertig, wenn er so weitergeht. Los, mach ihn fertig! Wie ein Rettich! Yippie! So. Oh, ein Level. Da hat sich das Ganze ja voll gelohnt. So. Kant ist jetzt schon völlig fertig und kann sich eigentlich hier schon längst wieder in seinen Pokéball verpissen. Weil... Ach, egal. Komm. Zu Hause habe ich noch mehr seltene Pokémon. Du willst mich aber nicht zu dir nach Hause einladen, oder? So, Kraftwerk. Ja, ist das hier ein Kraftwerk oder findet hier vielleicht ein Konzert von Kraftwerk statt? Kennt einer noch Kraftwerk? Egal. Ja! Zeit für Voltoball. Kaum sind wir hier drin, werden wir schon direkt von einem wilden Pokéball angegriffen. Das mag ich nicht. Aber ich mag es vielleicht fangen. Und deswegen habe ich Arschkeks dabei. Es ist einfach leichter mit der Donnerwelle. Ansonsten bin ich vielleicht ein bisschen underlevelt mit ihm. Ich hätte vielleicht ein bisschen höher bringen können. Und vielleicht hätte ich ihn auch mal, könnte ich ihn auch mal langsam zu Raichu entwickeln. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Weiß gar nicht, ob er noch irgendwas Nützliches lernen vorher. Müsste ich ihn nochmal schlau machen. Vielleicht wäre schon längst der richtige Zeitpunkt gekommen. Aber egal, Hyperball. Fangen wir dieses komische Voltoball. Mit dem Hyperball. Cool. Ein Ball, der perfekt in einen Ball reinpasst. Das hat doch was. So, Spitzname. Jo, komm. Und wenn wir schon von Hyperbällen und Voltobällen reden, ich glaube, wir haben echt richtige Balls. Yeah. Kennt einer noch balls.de? Balls.de, ey, das war meine Jugend. Naja, egal. Gut, ein wildes Magnetilo. Das fangen wir uns mal auch direkt, würde ich sagen. Also selbe Taktik, erstmal ein bisschen Donnerwelle und dann ein bisschen Schwächen mit Ruckzuckhieb etc. Und dann sollte das eigentlich ganz gut hinhauen. Mit dem Hyperball ja sowieso. Na, sehr gut. Ich denke, einen können wir noch machen. Ja, wunderbar. Ultraschall, oh bitte nett. Mein Pikachu ist nicht schwanger. Hör auf damit. So, auch dieses Pokémon sollten wir jetzt eigentlich gefangen haben. Ah, perfekt. Na, klappt doch alles wunderbar. Ein neuer Eintrag im Pokédex. Dieses Pokémon überlistet die Schwerkraft, um zu schweben. Es taucht meist überraschend auf. Sie haben nicht mal eine Erklärung dafür, warum es schweben kann. Überlistet die Schwerkraft. Oh Mann. So. Und weil wir ein riesiger X-Men-Fan sind, nennen wir ihn natürlich Magneto. Ist ja logisch. Unbedingt. So, weiter geht's im Takt. Du kannst keine weiteren Items tragen. Leck mich an der Kimmel, geht das schon wieder los. Natürlich, ich habe die ganzen VMs und so weiter noch dabei. Das hätte ich alles schon längst wieder wegtun können. Ich bin aber auch einfach nicht vorbereitet. Stattdessen habe ich ein Nugget dabei. Na, der hilft mir hier bestimmt viel.
Und ihr seht, tränkemäßig behelfen wir uns hier nur mit dem Nötigsten. Aber challenge-technisch lassen wir das auch einfach mal tatsächlich dabei. Oh ja. Ich trau mir was. Na gut, vorher werde ich mal in einem Pokémon Center speichern. Ja, und ich denke. Wir geben Jess Bonner jetzt doch einfach mal das Sonderbonbon. Damit wir zumindest, wenn ich meine, die eine Ankündigung noch wahr machen kann, dass Jess Bonner in diesem Part noch zu Knogger wird. Yay! Jess Bonner wurde zu Knogger. Morgens 9:30 in Deutschland, Zeit für ein Knoggers. Wunderbar. Ach ja, damit ich wenigstens das... So konnte ich wenigstens meine Ankündigung wahr machen. Und Carbon, das geben wir doch mal unserem neuen Knogger direkt. Weil Initiative kann nie hoch genug sein bei Knogger. Gut. Okay, mal gucken, was wir hier so alles haben. Hier liegt ja ganz schön viel Schrott rum. Was ist das hier eigentlich alles? Was ist das? Sind das Müllsäcke? Was soll das eigentlich darstellen? Ich hab mich das schon immer gefragt und ich weiß gar nicht, ob es da eine offizielle Erklärung für gibt, was das sein soll. Wie sieht das immer wie Müllsäcke aus? Ach ja. So, oh, guck mal. Ihm sind Knochen auf dem Rücken gewachsen. Nee, ich weiß nicht. Das ist Knochen nicht. Auf jeden Fall ganz witzig. Sieht er jetzt aus. Aber er hat's voll drauf und. Bzzz. Was war das denn? Wieso? Das ist ja ein komisches Item. Ein wildes Voltoball. Oh, aber Level 40, Leute. Und auch wenn wir schon ein Voltoball haben, das muss ich einfach ins Team holen. So, Jess Bonner. Das Ding hat Level 40 eigentlich. Aber es ist mir jetzt so heikel mit dem... mit der Knochenkeule. Deswegen setzen wir erstmal die Stärke ein. Die Speisestärke. Und den Rest machen wir vielleicht mal mit Arschkeks. Dass wir hier vielleicht doch nochmal kurz die Donnerwelle einsetzen. Und dann sollte das eigentlich soweit passen. Er ist natürlich vor mir dran. Ist ein relativ agiles Pokémon und halt auch den wesentlich höheren Level. Da kommt er natürlich zuerst. So, aber paralysiert. Das nützt dir jetzt alles nicht mehr viel. Wir schwächen dich noch ein bisschen. Oh, das war zu schwach. Dann eben Ruckzuckhieb. Okay. Oh nein, nicht Finale! Das ist die große Gefahr bei diesem Pokémon. Wir müssen das irgendwie schneller machen. Okay. Aber für den wir haben zum Glück noch Chancen, so ein Vieh zu fangen. Und im nächsten Part werden wir sie hoffentlich nicht verstreichen lassen. Dann machen wir den Rest von diesem Kraftwerk. Bis dahin.